Willkommen zurück bei der Rückkehr 1.12.9 Rebalance im Hardcore-Modus. Wir sind mittlerweile Settler, wie man sehen kann. Wir haben schon, glaube ich, die ein oder andere Aufgabe erledigt, und zwar für die Jäger. Wie zum Beispiel die Rudelwölfe. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da. Die haben wir, glaube ich, in der letzten Folge getötet. Wie man hier sehen kann, sind ja nicht mehr da. Dann muss ich mal gerade schauen, ob wir... Nee, wir waren noch nicht bei Sagitta. Ich guck mal eben kurz noch im Inventory, ob da was drin ist. Nee. Wir müssen also noch das Rezept für Nick besorgen. Dann müssen wir weiter noch zu Bosper. Für Falk. Dann könnten wir noch das Ei des Lurkers machen und die Lurker klauen. Ja, die Stahllieferung, die Pläne der Paladine, Mangel an Sumpfgrau, Terrakotzhammer, das sind alles Aufgaben der Sektler, die man bekommt, wenn man eben dieser Gilde beitritt. Ich glaube, die Mangel an Sumpfkrautstängel, das können wir, glaube ich, auch machen. Denn wir haben ja... Moment. Da. Wir haben sogar an die 40 Sumpfkrautstängel. Das müsste locker reichen. Nun gut. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal in die Stadt zu Bosper. Und gucken mal, was wir da so alles erledigen können. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Knapp 500. Wir haben leider keine Reserven. Ja, wir könnten natürlich jede Menge Felle verkaufen, und zwar bei Alfred dem Jäger. Das machen wir, wenn wir wirklich kein Gold mehr haben oder wirklich in Notzeiten kommen. Finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich guck mal eben noch schnell. Fleisch haben wir noch. Wir lassen in der Stadt nochmal Fleisch braten. Und zwar bei Cardiff. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Sehr schön. Sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Und ich denke, wir werden auch bald an die bessere Novizenrüstung kommen. Sobald wir eben über diese 1000 Goldstücke verfügen. Ah, ich guck mal. Vielleicht mache ich dann doch was anderes. Dann könnte ich euch nämlich noch was präsentieren. Also vielleicht gehen wir doch in Akt 2 und rüsten uns mit der Rüstung des Ring des Wassers aus und laufen damit eine Weile rum. Da gibt es nämlich auch die eine oder andere Neuerung. Mal sehen, wie ich lustig bin. Das habe ich schon immer gesagt. Er erzählt alles weiter. Und es wird noch viel schlimmer. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. So, wir werden jetzt mal bei Vatras nach unserem Account gucken. Da oben. Wie steht's um mein Ansehen bei... Ja. Okay, wir sind noch bei 4, dann werden wir mal was spenden. Ich will eine... Ich habe 50 Goldstücke. Ich danke... Bitte sehr, Vatras. Die haben erst alle wieder im zweiten Kapitel was zu sagen. Von mir erfährt keiner. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich habe einen Brief für dich. Tatsächlich. Und von wem? Von Falk, dem Jäger. Ach, von dem. Na, dann gib mal hier.
So. Aha. Ja. Und dann. Ja. Gut. Okay. Auftrag erledigt. Wir haben Pfeile bekommen, die müssen wir an Falk aushändigen. Wir gehen mal eben zu... Ach, das geht nicht mehr. Wir gehören ja zu einer Gilde. Ab dem Moment kann man dann bei der guten Hilda keinen Eintopf mehr bekommen, weil sie der Meinung ist, dass man eben dann über genügend Gold verfügt. Was ja auch irgendwie logisch ist, ne? Aber wir können bei dem Wirt unser tägliches Bier abholen. Das sollte nicht das Problem sein. Ich hätte gern das Fleisch gebraten. Ich mach das gern. Hier, lass es dir schmecken. Sehr schön. So, war hier sonst noch etwas? Laris ist im Moment nicht da. Nee, ich glaube, soweit ist doch lange bekannt. Ist ja, glaube ich, nichts mehr zu tun. At the moment. Ich habe was anderes gehört. Gut, ich schaue mal eben nochmal ins Tagebuch. Dann könnten wir uns um die Lurker-Clown kümmern. Und danach dann das Ei des Lurkers machen. Genau. Und dann das verwundete Tier. Doch dazu brauchen wir Pfeile. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ja, wir hatten, wenn ich das richtig gesehen habe, 198 Pfeile. Das ist natürlich zu wenig. Damit kommen wir nicht weit. Zeig mir deine Ware. So, wir sind jetzt bei 266. Ich gehe mal auf 300 und dann sollte das eigentlich, denke ich, doch reichen, um 2-3 Lurker fertig zu machen. Das ist doch lange bekannt. Das war doch klar. Die Probleme habe ich kommen sehen. Glaubst du wirklich daran? Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Was du nicht sagst. Er redet einfach zu viel. So, jetzt werden wir uns Lurker aussuchen, die wir von einer guten Plattform aus platt machen können. Da muss ich jetzt selbst überlegen, wo es überhaupt welche gibt. Wie viele Clown haben wir denn? Schauen wir doch mal. Okay, wir haben 2 Stück, habe ich gesehen. Hier sind sie. Das ist jetzt natürlich nicht so viel. Wir brauchen auf jeden Fall noch 3. Und jetzt muss ich wirklich nachdenken. Wo gibt es hier Lurker? Zumindest nicht bis zur Taverne. Und dorthin werden wir uns erstmal teleportieren. Bei Bengas Hof. Dort in der Landschaft gibt es ganz, ganz viele Lurker. Aber leider gibt es dort auch keine Plattform. Es gibt dort zwar irgendwo eine Hütte. Wir könnten zwar da drauf. Ja, das könnten wir machen. Das könnten wir versuchen. Genau. Degen der Banditen. Okay. Dann haben wir das noch nicht aufgehoben. Auch nicht schlimm. Ja, die Keiler werde ich jetzt noch nicht angreifen, da sie a. noch zu gefährlich sind und zweitens wäre es schon gut, wenn wir erst Tiere ausweiten lernen, um eben ihnen die Hauer abzuziehen. Das bringt nämlich für uns sehr viel Gold ein. Egal bei welchem Händler man das verkauft. Das wäre hier die Hütte. Man kann da hoch. Und das war's. Also man kommt da, glaube ich, nicht wirklich da hoch, oder? Doch, man kommt da hoch.
Jetzt müssten wir nur noch irgendwie diese dämlichen Lurker zu uns locken. Wir haben natürlich keinen Bogenskill. Und ich wette, wir haben auch keine Magie zum Angreifen. Natürlich haben wir das nicht. Wie sollte das auch anders sein? Scheiße. Scheiße. Ich weiß genau, das läuft nicht gut so. Das wird so nicht gut laufen. Sobald wir hierher rennen, da wird irgendwas passieren, wir bleiben hängen und sterben. Ja, das ist immer so. Wir kommen dann irgendwie hier nicht hoch. Wir können es ja noch ein bisschen üben. Seht ihr genau das? Dann fliegt man runter, der Lurker haut zweimal drauf und wir sind tot. Genau das meine ich. Nee, sorry Leute. Das geht noch nicht. Da müssen wir nochmal bei Iskarot noch ein paar Spruchrollen kaufen. Soweit wir noch die Mittel dazu besitzen. Das machen wir nicht. Ja, und wenn wir dann oben auf der Plattform sind, können wir schön die ein oder andere Spruchrolle dann auf die Lurker werfen. Sie kommen dann angerannt und wir ballern dann mit den Pfeilen auf sie. Ganz einfach. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ist doch wahr. Ich meine, mit Kugelblitz müssten wir schon einen Lurker ganz gut platt kriegen. Vielleicht kriegen wir den auch schon platt. Der ist ja ein bisschen verletzt. Und die sind ziemlich dumm. Boah, ich liebe diesen Stab, ne? Ich liebe ihn. So. Das wäre erledigt. Da ist noch eine Ratte. Aber wenn sie uns nicht nervt, dann ist das auch okay. Gut. Zeig. Was hat er denn? Sehr schön. Dann kaufen wir mal eins. Ah, die kosten 50, ne? Egal. Wir sind pleite. Aber nicht mehr lange. Möge Inos... Ja. Inos kann uns in dem Moment scheißegal sein. Wir haben einen anderen Glauben. Wir glauben nicht an den Schläfer, sondern wir nutzen nur seine Magie. So, einmal ausrüsten. Sehr schön. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Schon wieder über 10 Minuten rum und eigentlich gar nichts passiert, aber naja. Das ist nun mal in Returning so. Da ist ja alles so lang gezogen. Man muss für alles viel, viel Geduld mitbringen. Ansonsten kommt man hier nicht weit. So, ja genau, das meine ich. Manchmal klappt es, man kommt dann schön da hoch. Manchmal klappt es nicht. Wieso kommen wir jetzt da nicht mehr hoch? Das hat doch gerade eben auch funktioniert, du Banause. Jetzt sind wir im G-Modus. Ja, jetzt kommt er nicht hoch. Das ist doch echt eine Wurst, ne? Also mal ganz ehrlich. Und jetzt geht's. Unglaublich. Na gut. Auf geht's. It's time for Action Jackson. Bam.
Da kommt auch immer nur einer. Okay. Das war jetzt natürlich so nicht gewollt. Irgendwie war das klar, dass der jetzt da reingeht. Aber wir könnten uns... Nee. Der ist wieder raus. Was macht er jetzt? Ich bin doch hier, du Freak. Und jetzt bleibst du da hängen, genau. Und wir treffen dich natürlich nicht. Wie typisch. Fokus. Boah, der hält einfach zu viel aus, ne? Leck mich am Arsch, ey. Das ist absoluter Minimalschaden, was wir hier verursachen. Mehr ist das nicht. Ich glaube, es kommt auch nur jeder dritte oder vierte Pfeil an oder so. Das wird was kosten. Aber die sind immer noch sehr, sehr gefährlich. Obwohl wir eine gute Rüstung anhaben. So. Der nächste ist dran. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis er zum Vorschein tritt. So geht das nämlich nicht. Da ist er. So, Freundchen. Put. So, jetzt musst du da wieder raus, genau. Und dann bleibst du da hängen. So, wunderbar. Das kommt davon, wenn man so blöde ist. Das ist verrückt, ne? Wie die durch den Zaun durchlaufen können. Das erstaunt mich immer wieder. Das ist mir letztens auch bei Legend of Ashun passiert. Da sind Wölfe einfach durch den Zaun durchgegangen. Und dadurch bin ich dann gestorben. Das war absolut unfair. Denn normalerweise kann man da nicht durch. So, Freundchen, du bist jetzt auch gleich dran. Ich bin schon froh, dass wir einen besseren Bogen gekauft haben. Also viel mehr muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber... der erste, den wir hatten, der war einfach wirklich zu schwach mit seinen 13 Treffern. Oder wie viel das auch waren. So. Aber eine Lurkerklaue fehlt uns noch. Wir brauchen ja 5. Das war schon mal nicht schlecht. Das speichern wir natürlich komplett ab. So. Wie viele Pfeile haben wir noch? 200, seht ihr? 50 Pfeile pro Lurker. Das ist doch absurd. So, hier liegt nichts, was wir mitnehmen können. Aber da ist ein toter Scavenger. Hoppla. Da ist auch noch ein Alligator. Gefährlich, gefährlich. Ja, das ist das Problem. Hier sind einige Lurker. Obwohl, wir könnten sie... Da ist noch einer. Shit. Den hat ja, glaube ich, Garn getötet. Naja. Wir werden jetzt mal was versuchen und hoffentlich nerven uns da die Bauern nicht dabei. Das wundert mich. Wir haben hier eine hohe Plattform. Wenn wir Glück haben, bleibt der Lurker auch hier und springt nicht ins Wasser runter. Genau, das meine ich. Aber wenn wir Pech haben, kommt er natürlich auch da hoch. Wenn wir Pech haben. Wenn er so bleibt, ist das wunderbar. Oh.
schön. Du meine Güte, ehrlich. Einfach mal sterben, Junge. Komm. Und nicht so viel aushalten. Das ist ja grauenhaft, ey. So, einer geht noch. Alle Monster 199. Sehr schön. Wir haben bald 200 Monster geknackt. Gut. Somit hätten wir dann die 5 Lurker-Klauen für Barem. Aber da fehlt ja noch so einiges. Mist, ich weiß jetzt, was ich vergessen habe. In der Stadt hätten wir bei Lutoro direkt was einkaufen können. Und zwar für Rafa. Ja, und das werden wir jetzt nochmal machen. Dazu werde ich diesen Geschwindigkeitstrank einsetzen. Sonst dauert das zu lange. Ich wollte das alles in dieser Folge in einem Schub erledigen, damit wir eben ein bisschen vorwärts kommen. Shit, wir haben kein Gold. Wir haben alles für Pfeile ausgegeben. Dann müssen wir wohl oder übel entweder ein paar Pflanzen oder ein paar Waffen verkaufen. Denn ich glaube, etwas anderes besitzen wir im Moment nicht. Vielleicht können wir sogar ein paar Waffen herstellen. Das wäre noch eine Möglichkeit, wenn wir Rohstalle haben. So, ich werde nicht abspeichern, während wir noch den Geschwindigkeitstrank nutzen. Sollte ich nämlich neu laden müssen, dann verlieren wir die Wirkung. Und das wäre nicht so schön. Wie viel Rohstahl besitzen wir? Ich guck mal eben. 7. 7 mal... Ich glaube 30 kriegen wir bei Harad, ne? Das wären 200 Gold. Ja, super. Oder über 200 Gold. Und der Mensch erschlug das. Dann werden wir mal eben was schmieden. Obwohl, Moment. Wir brauchen eigentlich nur... Das müsste eigentlich sogar reichen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Obwohl, wir warten, wir machen es hier bei Harad. Warum er sich so aufregt. Der hörte gleich auf. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich kann das nicht glauben. Das ist ganz meiner Meinung. Fertig. Das höre ich zum ersten Mal. Fertig. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Fertig. Fertig. So, das sollte erstmal reichen. Du. Wer bist du hier? Ich habe so einiges gehört. Ich will meine Gut. So. Sehr schön. Hat genau gepasst. Genau so, wie du sagst. Das war doch schon vorher. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wir können nur abwarten. Hey, du! Er sollte lieber den Mund halten. Zeig! Wirklich? Okay, Moment mal. Das ist doch kein Geheimnis. Jetzt sag bloß, wir haben das Crawler-Ei schon. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Was du nicht sagst. Zeig mir! Moment mal. Wieso haben wir...
Ich wäre mir da nicht so sicher. Weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall hatte der... Das Minecraft... Ach, genau. Shit. Geht ja natürlich nicht. Jetzt weiß ich. Na gut, die ganze Aktion war jetzt blöd. Aber Konsequenzen sind nun mal Konsequenzen. Natürlich. Wir haben... Aber das Minecrawler-Ei bei Lutero schon gekauft und wir haben das für Baltion verwendet, für das magische Elixier. Ja, wir haben ja davon profitiert, indem wir 15 Mana erhalten haben. Mist. Ja, dann müssen wir wohl oder übel später, nachdem wir das Ei des Lurker gefunden haben, auf Crawlerjagd gehen. Na gut. Aber das war auch ganz gut so, dass ich hier nochmal hergeswitcht bin. Denn dann passiert uns das beim nächsten Mal nicht mehr. Man kann ja nicht wirklich an alles denken und sich alles merken. Okay. Dann verbleibt uns nur noch der besondere Lurker. Mal gucken, ob wir noch Fische haben. Oh ja. Gut. So, wir werden jetzt einen besonderen Lurker aufsuchen. Der ist gar nicht so weit weg von hier entfernt. Aber obwohl dieser Lurker kein wirklicher Bossgegner ist, so ist er doch unter den normalen Lurker der stärkste. Den wir jetzt aufsuchen, der ist ganz schön happig, also es ist immer wieder sehr, sehr tricky, den Platz zu kriegen. Man muss den irgendwie, glaube ich, an einer bestimmten Stelle an der Brücke lotsen, damit er irgendwo da hängen bleibt. So, die Blutfliegen sind uns, glaube ich, keine Gefahr mehr. Ne, man sieht's, obwohl sie was drauf haben, aber sie machen uns kaum noch Schaden. Nichts zu holen. Das ist schon mal sehr schön und sehr beruhigend. Es wird auch so langsam dunkel. Deshalb müssen wir mit diesem Lurker schnellstens fertig werden. In der Dunkelheit zu kämpfen, finde ich immer sehr ungünstig. Raffas Lurker. So. Genau, der muss jetzt irgendwie hier ins Wasser kommen. Oder irgendwo hier hängen bleiben. Ich habe keine Ahnung, wie wir das am besten veranstalten. Ich werde mal eben zuerst den Kugelblitz auf dieses Monster wirken. Der sollte eigentlich schon ein bisschen was ausrichten können. So, ich musste mal eben kurz niesen. Ich habe mich nämlich erkältet. So, Mana haben wir genug. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Wow, das war nicht schlecht.
Genau, der darf jetzt hier nicht hochkommen. Boah, das ist echt nur Minimalschaden. Seht ihr das? Unglaublich, ne? Da passiert ja fast gar nichts. Was für ein Monster, ehrlich. Ich gehe mal eben in den G-Modus, dann können wir nämlich nicht runterfallen. Und er kommt immer wieder ins Wasser. Das ist genau richtig so. Die Spitze. Also der Kugelblitz war schon eine ganz gute Nummer. Der hat ordentlich was abgezogen. Ich glaube, mit dem Feuerpfeil oder Feuerball hätten wir nicht so viel Glück gehabt. Weil diese Biester halt sehr feuerresistent sind. Oder zumindest dieses Biest. Aber welches Vieh kann schon gegen Blitze etwas ausrichten? So, wir haben dich gleich, Kumpel. Da fehlt nicht mehr viel. Schön. Wir machen sehr viele Treffer. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, Moment, gerade nicht. Boah, ich schätze mal, das wird an die 100 Pfeile kosten oder so. Aber das ist auch vollkommen okay so, denn dieses Monster hier ist wirklich brutal stark. Ich meine, so geht es ja auch, ne? 126 Erfahrung. Das sagt doch alles über dieses Biest aus. 126 Erfahrung. Das ist echt abnormal. So. Ja, was habe ich gesagt? Genau 100 Pfeile haben wir verbraucht bei diesem Drecksvieh. Abartig, ehrlich. Einfach nur abartig. So, wir gehen mal eben nochmal kurz darüber. Ich glaube, wir haben zwar hier schon das eine oder andere aufgehoben, aber nochmal gucken, schadet ja nicht. Genau. Hier ist noch das Lurker-Ei, was Rafa unbedingt haben wollte. Ja, ich habe mich vorhin auch versprochen, nicht Rafa möchte ein Lurker-Ei, sondern ein anderer Jäger möchte ein Minecrawler-Ei. So. Oder, genau, Rafa wollte kein Crawler-Ei. Es gibt noch einen Jäger. Der braucht von uns ein Minecrawler-Ei. Und das kam ja vorher in den Sinn. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie mit dem Lurker-Ei kombiniert, wie auch immer. So, wir stehen jetzt hier und könnten eigentlich zu Sagitta gehen. Aber wir haben kein Gold. Aber wir können bei Sagitta das ein oder andere verkaufen. Dann kommen wir wieder zu Gold. So, im Moment brauchen wir noch keine Fackel. Na, nicht gegen die Wand laufen. Ich habe gerade auf meinen Timer geguckt. So, der lebt. Hey, du. Mach mal erstmal das. Hast du? Sag. Wir gucken mal, was wir verkaufen können. Ja. Mal sehen. Viel haben wir nicht. Wir könnten verkaufen. Nichts. Weil wir nichts haben. Degen der Banditen kann weg. Wir haben einfach nichts, ne?
Pfeil. Ach, du Scheiße. Da habe ich was verwechselt. Das ist der markierte Eichenpfeil, den wir an Falk bringen müssen. Das heißt, dann haben wir ja an diesen Lurker... Fuck. So viele Pfeile verschwendet. Das ist echt krass. Wir haben nämlich nur noch 23. Das ist heftig. So, Muschelfleisch brauchen wir nicht. Weg damit. Auch wenn das 20 Lebensenergie bringt, aber das bringt auch ein bisschen Gold. Wir haben echt nichts zu verkaufen. Das ist Wahnsinn. Wir haben nichts. Wir können den ganzen Kram hier gebrauchen. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Wir können nichts verkaufen. Ne. Schade. Dann können wir diese Sache jetzt im Moment nicht machen. Denn, nix Medizin kostet jede Menge Gold, was wir nicht besitzen. Steintafel der Ausdauer? Okay, dann, muss diese Quest leider noch ein bisschen warten. Na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Wir geben jetzt all die ganzen Quests ab, die wir erledigt haben. Und dann ist es auch gut. Ich werde dann nochmal offscreen drüber nachdenken, ob wir dann nicht in der nächsten Folge uns einfach dann dem Ring des Wassers anschließen, indem wir eben ins zweite Kapitel gehen. Und dann hätten wir noch eine Rüstung, die ein klein wenig besser ist. Und könnten dann die restlichen Quests dann machen aus dem ersten Kapitel. Ja. Wahrscheinlich werden wir das machen. Dann könnten wir nämlich auch problemlos ein paar Wölfe, die bei Sagitta rumlauern, platt kriegen. Okay. Nicht frech werden. So, diese Biester werden uns jetzt auch nicht mehr so gefährlich. Auch das ist beruhigend zu wissen. Ich traue mich nur nicht, diesen Lebensenergie-Amulett abzuziehen, weil der eben 80 Lebenspunkte bringt. Das ist schon verdammt viel, ne? Da müssten wir 10-mal aufsteigen, um eben diese 80 Lebensenergie zu bekommen. Kann sogar sein, dass dieses Amulett für uns hier in der Rebalance im Hardcore-Modus das beste Amulett ist. Das ist schon gut möglich. Ich werde jetzt noch die ganzen Monster da meiden. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit denen alle anzulegen. Das kostet immer so ein bisschen Zeit. Und ob wir jetzt eine Minute länger brauchen oder nicht, das ist jetzt wirklich nicht mehr so wichtig. Deshalb werden wir gemütlich hier über Bengas Hof laufen. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. So, ich guck mal eben, wie weit wir sind. Wir haben 47.000 und sind bei 17 Lernpunkten. Also einen Level-Up werden wir jetzt nicht bekommen. Aber mit großer Sicherheit dann in der nächsten Folge, und zwar ziemlich am Anfang.
Das ist gut für uns. So, da ist Falk. Wegen deines... Ja, hier, ganz... Was für... Wie du aus... Inwiefern... Diese... Ihre... Kann nicht... Nein, früher... Man... Ja. Okay. Dann wäre das schon mal erledigt. Dann einmal Baren. Ich habe die Locker... Woran? Hier hast... Sehr... Und hier... Ich habe... Und wer... Sein... Okay. Warum lässt... Ich habe... Und... Ich kann... In... Nein. Vielleicht... Und wie... Na ja, ich denke... Junge, wenn du... Darauf... Ja, leider... Ich denke... Ich habe... Ich war... Gut. Okay, so haben wir von Barem noch eine neue Quest erhalten. Dann... Ich habe das Lockerei. Genau von... Wirk... Das ist aber... Du... Ja... Ha, ich... Das... Sag... Ich denke... Danke. Gibt es... Nein. Gut. Von Rafa haben wir sogar was Besonderes erhalten, weil wir eben diesen sehr starken Lurker erledigt haben. Nämlich ein Elixier des Lebens müsste es gewesen sein. Ja, richtig. Also was Besonderes. So, wir werden jetzt bei... Moment. Wir werden jetzt bei Rafa... nicht bei Rafa, bei Alfred... ein paar Felle verkaufen. Ich muss gerade noch mal gucken, was können wir noch ablegen. Klauen eines Lurkers, Stachel, das behalten wir alles. Krallen kann weg, Power eines Keilers. Haben wir das schon gelernt? Die Tierverwertung. Nee, haben wir noch nicht gelernt. Dann haben wir das von... Irgendwas bekommen, weiß ich jetzt auch nicht. So, genau. Okay, dann werden wir jetzt ein bisschen Gold verdienen. Erstmal das mit dem Wolfsrudel. Ich bin mit dem Wolfsrudel wirklich trotzdem sehr. Das ist die Mensch hier. Danke. Horn eines Schattenläufers, genau. Und das legen wir direkt auch ab. Das werden wir jetzt nicht verkaufen. So, mein Freund. Ich habe hier ein paar Trophäen für dich. Aus geht's. Wir werden erstmal alle Klauen verkaufen. Ein Pack, ich nehme, aha, auch wenn... Und welchen? Die Krallen und das gibt schon. Das ist alles, was ich... Gut. Sehr schön, dann verkaufen wir die Zähne. Sehr gut, für Sie. Das ist alles. Na wenn. Natürlich. Dann verkaufen wir die Felle. Schafsfett, Mensch. Wenn du es. Schon gut. Vielleicht kann ich sie. Aha. Ein paar Keilerfelle. Das sind schon wir eben. Die nächsten Wolfsfelle. Nimmst du sie? Na gut, natürlich. Wackfelle. Eben. Und? Na ja, die hab ab. Das ist alles. Was? Ja. Aber vielleicht. Ich was. Sehr schön. So, dann müssten wir doch wieder einigermaßen flüssig sein. Ja, 650 Gold. Das kann sich sehen lassen. Wir hätten jetzt natürlich viel mehr bekommen, hätten wir noch die Trollfälle und Schattenläuferfälle auch noch verkauft. Aber das machen wir natürlich nicht. Gut. In diesem Sinne speichern wir hier ab. Und werden dann in der nächsten Folge die anderen Quests erledigen. Bis dahin. Tschüss.